Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von NTI Audio. Wir von der Messung der Schalldämmung. Mein Name ist Markus Becker. Ich werde dieses Webinar heute moderieren und ich werde assistiert von Bernd Nick, unserem Sales Director. Er kümmert sich um die eingehenden Fragen und wird mich unterstützen, falls das notwendig sein sollte. Sie sehen hier auch die Liste der Themen, die wir vorbereitet haben für heute. Wir werden ein paar Worte über die benötigte Ausrüstung sagen, über die Luft- und die Trittschalldämmung und die damit verbundenen Begriffe und Parameter. Wir werden ein bisschen auf die Positionierung der Mikrofone eingehen, beziehungsweise auch der Messung der Nachhallzeit. Dann haben wir eine praktische Präsentation vorbereitet. Und werden am Schluss noch ein paar zusätzliche Hinweise und Tipps geben, bevor ich ganz am Ende die eingegangenen Fragen mir nochmal anschauen werde und vielleicht noch ein paar zusätzliche Kommentare geben werde. Ich erwarte, dass dieses Webinar ungefähr eine halbe Stunde lang dauern wird. Schauen wir uns zuerst die Grundkonstellation an. Ich habe hier schematisch ein Haus mit einer Person, der offensichtlich sich belästigt fühlt, gezeichnet. Woher kann das kommen? Zum einen haben wir hier mögliche Luftschallquellen, die können von außerhalb des Hauses kommen, also durch die Fassade eindringen. Oder wir haben Luftschallquellen, die im Innern des Hauses erzeugt werden und hier in diesen Raum rüberschwappen, wo sich die Person aufhält. Eine zweite mögliche Ursache ist der sogenannte Trittschall. Also wenn wir hier ein Pärchen haben, was gerade heftig tanzt und auf den Boden stampft, dann wird das auch wiederum Schall erzeugen, der hier unten wahrgenommen wird. Und in diesem Webinar geht es um die Bestimmung des intern erzeugten, der internen Schalldämmung, also wie gut diese Wand hier isoliert, den Schall isoliert, beziehungsweise dämmt oder umgekehrt hier diesen Trittschall von oben. Diese zwei Themen. Die Fassadendämmung, die ist sehr eng verbunden, messtechnisch wie die interne Messung, aber die werden wir hier in diesem Webinar jetzt nicht behandeln. Was brauchen Sie, um diese Messungen durchzuführen? Zum ersten einmal einen omnidirektionalen Lautsprecher mit Verstärker, um das akustische Signal zu erzeugen. Dann ein Normhammerwerk, um den Trittschall zu erzeugen. Dann natürlich brauchen Sie Schallpegelmesser und eine Software, die die erhaltenen Ergebnisse auch miteinander verquickt und das Resultat berechnet. Schauen wir uns nun etwas genauer den Ablauf zur Bestimmung der Luftschalldämmung an. Wir haben einen Senderaum und einen Empfangsraum. Und das Erste, was wir tun, ist, den Hintergrundlärm im Empfangsraum zu messen. Das ist wichtig, weil natürlich, wenn ich nachher hier einen Schall übertrage vom Senderaum, möchte ich natürlich wissen, ja, was für einen Grundpegel habe ich hier bereits, damit ich hier akkurat bestimmen kann, wie gut diese Wand den Schall dämmt. In einem zweiten Schritt muss ich hier meinen omnidirektionalen Lautsprecher einpegeln und zwar sollte ich den so laut einstellen, dass die Differenz von dem Pegel, der hier rüberdringt in den Empfangsraum, ungefähr 10 dB höher liegt als der vorhin gemessene Hintergrundlärm oder mehr als 10 dB. Das ist nicht immer möglich. Manchmal können wir diese 10 dB auch bei voller Lautstärke nicht erreichen. Dann wird die Software das entsprechend bemerken und auch kompensieren, aber das Ziel wäre, diese 10 dB oder mehr hier so entsprechend einzustellen. Als nächstes messen wir den Schallpegel im Senderaum, genannt L1, und anschließend im Empfangsraum L2. Der dritte Schritt besteht darin, die Nachhallzeit im Empfangsraum zu messen. Auch dieser Wert spielt natürlich eine wichtige Rolle, denn der Schall, der hier von außen eindringt, wird je nachdem, ob er jetzt hier reflektiert wird, ob er Nachhall erzeugt oder nicht, einen Einfluss haben. Also dieser Wert ist auch von großer Bedeutung. Sie werden das jetzt auch gleich sehen. Letzter Schritt ist die Berechnung der Resultate, die wir in den beiden Räumen erfasst haben.
Das erfolgt mit einer Software, die ich Ihnen nachher auch noch präsentieren werde. Hier habe ich ein paar häufig gebrauchte Begriffe und Parameter aufgelistet. Ich werde die jetzt hier nicht im Detail erläutern, aber ich möchte kurz darauf eingehen. Wenn wir von Schallpegel reden, wie gerade eben erwähnt, L1, L2, dann meinen wir auch immer das Spektrum. Also hier werden nicht Breitbandpegel gemessen, sondern die spektralen Schallpegel aufgelöst. Dann haben wir hier zum Beispiel die standardisierte Pegeldifferenz. Da sehen Sie, hier kommt jetzt dieser Parameter T, das ist die Nachhallzeit im Empfangsraum hinein. Daraus erkennen Sie, um diesen Wert zu berechnen, brauchen wir diese Nachhallzeit. Beim Schalldämmmaß ist es so, dass wir die Dimensionen, die Abmessungen der Räume wissen müssen, die gemeinsame Wandfläche oder auch das Volumen des Empfangsraums. Wir gehen hier in diese Berechnung ein. Hier unten haben wir noch die Formel für die Trittschallpegel, Standard-Trittschallpegelberechnung. Und diese drei Formeln hier sind zum Beispiel sehr häufig gebraucht und von den Normen auch gefordert, wenn es um eine Bemessung, um eine Bestimmung des Schalldämmmaßes Luftschall-Trittschall geht. Ein paar Hinweise zur Messung der Luftschalldämmung. Wie lange müssen Sie messen? Das hängt davon ab, welchen Frequenzbereich Sie anschauen möchten. Wenn Sie sagen, 100 Hertz aufwärts interessieren mich, also die tiefen Frequenzen sind nicht von Belang, dann können Sie Ihre Messdauer auf 6 Sekunden beschränken. Wenn Sie den gesamten Frequenzbereich abdecken wollen, müssen Sie 15 Sekunden lang messen. Dann, ich hatte Ihnen vorhin die sequentielle Messung vorgestellt. Sie können das auch parallel machen. Also hier nochmal sequentiell. Es wird zuerst im Senderaum gemessen, dann im Empfangsraum. Sie können aber auch beides gleichzeitig machen, wenn Sie zum Beispiel zwei Schallpegelmesser zur Verfügung haben. Und wenn Sie die auch noch gleich mit Ihrem Laptop verbinden, sehen Sie sogar sofort gleich das Ergebnis in Echtzeit. Wichtig ist auch, es geht nicht nur um eine Messung, die jeweils pro Raum durchgeführt wird, sondern Sie müssen hier mehrere Messungen durchführen an unterschiedlichen Positionen, sowohl des Schallpegelmessers, des Mikrofons, als auch der Schallquelle. Auch die müssen Sie bewegen und entsprechend die Messungen wiederholen, damit Sie einen guten Mittelwert der Situation bekommen. Und letzter Punkt. Die Luftschalldämmung ist eine relative Messung. Also der Pegel, der individuelle Pegel L1, L2 sind eigentlich absolut gesehen nicht wichtig, sondern die Differenz ist entscheidend. Die relative Differenz zwischen diesen beiden Pegeln gibt uns eben dieses Schalldämmmaß. Ich hatte gerade eben erwähnt, dass wir das Mikrofon bewegen müssen und an verschiedenen Positionen platzieren müssen. Wie können wir das tun? Es gibt da zwei Möglichkeiten. Zum einen hier mit so einer Schwenkanlage. Das ist also ein motorgetriebenes Konstrukt, was das Mikrofon hier langsam in einem Kreis, in einer schiefen Ebene bewegt während der Messdauer. Oder Sie können das auch manuell machen, indem Sie das Messgerät oder das Mikrofon in der Hand halten. Es gibt hier verschiedene Bewegungsmuster, die Sie abfahren können, die sind von der Norm. Sie sehen hier unten, wo ich diese Zeichnungen hier habe. Die sind von der Norm vorgegeben. Hier zum Beispiel die Halbkreise, die werden dann notwendig, wenn Sie sehr beengte Verhältnisse haben. Gut, gehen wir zur Trittschalldämmung über. Wie läuft die Messung hier ab? Auch wiederum erster Schritt, die Messung des Hintergrundlärms. Dann stellen Sie dieses Normhammerwerk auf. Da müssen Sie darauf achten, dass Sie das akkurat tun, denn das ist ja ein Präzisionsgerät und das muss ganz genau korrekt aufgestellt werden. Wir haben ein kleines Instruktionsvideo zu dieser Prozedur gedreht. Sie müssen diesen Link sich jetzt hier nicht merken. Sie finden dieses Video auf unserer Webseite, wenn Sie nach dem Normhammerwerk suchen. Dort ist das publiziert, da können Sie sich das anschauen. Dann schalten Sie das Hammerwerk an und messen den Schallpegel im Empfangsraum und optional auch noch im Senderaum. Die deutsche Norm verlangt, dass auch im Senderaum gemessen wird, weil man möchte sicherstellen, dass der Lärm, der von diesem Hammerwerk hier oben erzeugt wird, also der Luftschall, dass der nicht auch hier einen entscheidenden
Einfluss hat auf die Ganze oder dass man den rausrechnet, so muss ich es formulieren. Also sie messen ganz sicher hier im Empfangsraum, aber möglicherweise auch im Senderaum und berechnen, dass die Software berechnet dann daraus das Resultat. Sie sehen hier handelt es sich um eine absolute Messung. Dieses Normhammerwerk ist darauf ausgelegt, dass es diese Hämmer, die ein ganz definiertes Gewicht haben, aus einer bestimmten Fallhöhe fallen lässt. Und das erzeugt eben diesen Trittschall, der hier unten gemessen wird. Und nachdem das sehr gut reproduzierbar ist, müssen Sie hier keine Referenzmessung machen, sondern einfach absolut können Sie hier unten bestimmen, wie groß dieser Trittschall hier sich auswirkt. Schließlich noch die Nachhallzeit RT60 wird auch noch gemessen. Vielleicht zwei Bemerkungen vorab. Wir haben zu diesem Thema schon mal ein Webinar publiziert. Das finden Sie auch, die Aufzeichnung auf unserer Webseite, wenn Sie da reinschauen wollen, wenn Sie mehr wissen wollen. Wir haben auch eine neue Webseite, gerade kürzlich publiziert zum Thema RT60. Im Moment erst Englisch, die deutsche Variante wird demnächst folgen, aber es lohnt sich, da reinzuschauen. RT60 wird in der Bauakustik typischerweise auch wiederum mit der omnidirektionalen Schallquelle erfasst. Macht ja Sinn, weil Sie haben dieses Gerät E dabei, also diesen Dodeka-Eder-Lautsprecher, und Sie betreiben den mit getaktetem rosa Rauschen. Das ist so der typische Ablauf. Gut, dann bin ich hier schon bei meiner praktischen Präsentation. Ich habe hier genauso einen Dodekahedron-Lautsprecher bei mir mit Verstärker natürlich. Ich habe zwei XL2 über USB mit meinem Rechner verbunden. Der eine XL2 befindet sich hier neben mir, der zweite im Nachbarraum, damit ich Ihnen so eine Schallisolationsmessung mal zeigen kann. Ich schalte jetzt um zu der Sound Insulation Reporter Software, die mir dabei hilft, die Messung durchzuführen und die mir vor allem dann auch die Ergebnisse richtig berechnet. Hier sehen Sie das Startfenster von dieser Software. Und der erste Schritt, den ich hier normalerweise ausführe, ich öffne ein neues File, ein neues Projekt. Ich wähle den Standard aus, den ich brauche. Ich nehme jetzt mal hier die ISO 16283. Ich sage, ich möchte den Luftschall messen, gebe die Anzahl Lautsprecherpositionen ein. Ich beschränke mich jetzt hier auf eine Position. Normalerweise wären das mehrere, wie erwähnt, aber hier der Einfachheit halber nehme ich jetzt nur eine. Und hier kann ich noch anklicken, welche Ergebnisse ich sehen möchte. Ich lasse die mal alle hier so stehen und bestätige das. Sie sehen jetzt übrigens auch hier im Statusbar wird bereits der Standard, der jetzt angewendet wird, auch angezeigt. Nun sollte ich natürlich die Messwerte irgendwie hier in diese Software reinbringen und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich klicke hier auf Importieren und jetzt kann ich Messwerte, die ich vorher mit dem XL2 aufgenommen und gespeichert habe, kann ich importieren. Ich habe das bereits getan, also diese Aufzeichnung hier auf meinen PC übertragen und ich wähle jetzt einfach diese Files mal aus und importiere die. Und Sie sehen, die Software zeigt mir die Ergebnisse an. Jetzt muss ich aber noch diese einzelnen Kurven dem Sende-Empfangsraum bzw. dem Hintergrundlärm zuordnen. Die Software kann das nicht erkennen, außer nur hier die Nachhallzeit, die ist hier bereits rosa dargestellt. Die erkennt sie aufgrund des Formats des Ergebnisses, aber Senderaum, Empfangsraum muss ich manuell zuweisen. Das mache ich hier mit einem Rechtsklick, zuweisen. Das ist mein Senderaum. Das ist mein Empfangsraum, Feld 2. Und hier unten, das war der Hintergrundlärm. So, Sie sehen jetzt auch farblich wird das Ganze voneinander abgesetzt. Ich kann jetzt hier auf den Ergebnisbildschirm gehen und mir diese Messwerte noch einzeln anschauen. Ich kann noch einzelne Resultate hier herauslöschen, wenn ich das möchte, wenn irgendetwas schiefgegangen ist bei einem Zyklus. Hier habe ich also die Möglichkeit, mir das individuell anzusehen. Und der letzte Schritt, sorry, das war falsch, der letzte Schritt ist natürlich hier die Darstellung im Ergebnisreport. Hier kann ich wiederum diese vier Ergebnisse
zum Beispiel hier die standardisierte Pegeldifferenz mir anschauen. Ich kriege alle individuellen Daten, die dazu passen. Und wenn ich das ausdrucke, wird das natürlich normgerecht gemacht. Das ist ganz wichtig. Die Norm verlangt, dass dieser Graph mit ganz definierten Dimensionen, Abmessungen gedruckt wird. Und das ist mit dieser Software auch sichergestellt. Gut, kommen wir zur zweiten Variante, wie ich so eine Messung ausführen kann. Ich mache jetzt hier nochmal ein neues File auf. Ich lasse die Einstellungen, Norm, Pegel, Anzahl, alles gleich. Ich zeige Ihnen das Ganze jetzt noch mit einer kleinen Webcam. Ich habe nämlich hier, dass Sie das ein bisschen besser sehen, das vorbereitet. So sieht es hier bei mir im Moment aus. Also Sie sehen hier den XL2, den Verstärker und den Dodec im Hintergrund. Und jetzt verbinde ich meine Software mit diesen zwei XL2, der eine hier, der andere im Nebenraum. Ich habe das vorher schon getan. Sie sehen hier die beiden Seriennummern von den beiden Geräten und ich habe bereits die Zuordnung ausgeführt, nämlich Empfangsraum und Senderaum zugeordnet. Ich habe die Messdauer gewählt, 15 Sekunden. Ich könnte jetzt auch noch den Verstärker für den Lautsprecher verbinden, damit der auch ferngesteuert wird, mache ich in diesem Fall nicht, sondern ich werde das manuell ein-ausschalten über die Fernbedienung. Aber ich zeige Ihnen das hier, dass Sie sehen, hier wird also diese Konstellation verbunden mit der Software. Ich bestätige und werde jetzt gleich die Messung starten. Ich muss zu dem Zweck mein Headset abziehen, weil es sehr laut wird jetzt hier gleich im Raum. Ich werde das hier oben starten und weise Sie schon darauf hin, Sie werden dann hier unten zwei Countdown-Zähler sehen, die mir diese 15 Sekunden rückwärts zählen, damit ich dort weiß, wann die Messung abgeschlossen ist. Ich hoffe, Sie konnten das mitverfolgen hier mit dem Countdown. Sie haben gesehen, die Messergebnisse haben sich hier stabilisiert. Sie sehen hier auch die beiden Zyklen, die Ergebnisse, die auch bereits zugeordnet wurden. Das ist ein großer Vorteil dieses Verfahrens. Die Software weiß ja, welches Gerät im Sende- und im Empfangsraum steht und wird entsprechend gleich schon die Ergebnisse hier zuordnen. Muss ich also nicht mehr manuell machen. Nächster Schritt ist die Der Hintergrundlärm, dazu bleibt der Verstärker natürlich ausgeschaltet. Hier messe ich jetzt einfach auch diese 15 Sekunden. Und als letztes kommt noch die Nachhallzeit dran. Dazu muss ich jetzt wieder meinen Gehörschutz anziehen und werde dann, Sie werden das sehen, mehrmals den Lautsprecher ein- und wieder ausschalten, um ein paar Zyklen RT60-Messung durchführen zu können.
So, jetzt habe ich hier auch die Nachhallzeit gemessen. Sie haben vielleicht gemerkt, der XL2 triggert also automatisch auf die abfallende Flanke und führt diese Messung durch. Ich muss wirklich hier nur um den Lautsprecher kümmern oder meine Schallquelle, den ein- und auszuschalten. Damit habe ich alle Ergebnisse. Ich kann mir die hier wieder anschauen, wie vorhin, und kann mir auch das Resultatblatt anschauen. Hier das Schalldämmmaß zum Beispiel. Ich kann jetzt hier noch bei Bedarf das individuelle benennen. Mein Resultatblatt. Und so weiter. Ich müsste natürlich jetzt hier noch die korrekten Maße dieses Raumes eingeben. Das erspare ich mir jetzt. Es geht ja darum, hier Ihnen das prinzipiell zu zeigen, wie so eine Prozedur abläuft unter dieser Software. Gut, dann kehre ich zurück zu meiner Webinar-Präsentation, gebe Ihnen noch ein paar Hinweise. Wenn Sie mit dem XL2 manuell messen wollen, also jetzt nicht softwaregesteuert, empfehlen wir Ihnen, dieses Profil von unserer Webseite herunterzuladen. Das nennt sich Sound Insulation und das vereinfacht Ihnen die Arbeit, weil es den XL2 bereits in den Zustand versetzt, den Sie brauchen, nämlich ein Schallpegel zu messen, spektral natürlich, und die Nachhallzeit. Damit sind einfach Fehlbedienungen ausgeschlossen oder die Wahrscheinlichkeit deutlich reduziert. Dieses Profil ist kostenlos verfügbar. Also wenn Sie das machen wollen, gehen Sie auf diese Webseite und holen Sie sich das. Zum Zweiten, wenn Sie sich überlegen, so einen Dodecaeder-Lautsprecher zu kaufen, empfehlen wir Ihnen, achten Sie auch auf die sogenannte Power Compression. Das ist die Langzeitstabilität bei Volllast. Also gerade in der Bauakustik muss man diesen Lautsprecher oft über längere Zeit bei sehr hohem Pegel betreiben. Und die Lautsprecher werden natürlich heiß. Und je nachdem, wie das Gerät konzipiert, designt wurde, geht dann Leistung verloren. Es wird leiser. Das nennt man Power Compression. Und je tiefer diese Power Compression ist, desto stabiler ist also der Schallpegel, desto länger bleibt er hoch. Generell kann man sagen, es gibt drei wichtige Parameter: maximal erreichbarer Schallpegel, dann das Gewicht, Sie müssen das ja rumschleppen, dieses Gerät, und drittens eben diese Power Compression, also die Langzeitstabilität bei Volllast. Generell, wenn Sie Schalldämmung bestimmen oder optimieren wollen, die Luftschalldämmung sollte möglichst hoch sein. Das heißt, dann haben Sie eine gute Schallisolation zwischen den einzelnen Räumen. Bei der Trittschalldämmung, bei dem Resultat, ist es genau umgekehrt. Das sollte nämlich tief sein. Dann haben Sie eine sehr gute Entkopplung zwischen den Räumen. Was können Sie tun, wenn Sie diese Ziele nicht erreicht haben? Sie können im Fall Luftschall natürlich die Wand- oder die Deckenstruktur ändern. Achten Sie darauf, dass Sie keine Löcher drin haben. Das ist immer eine Brücke für Schall, also dass alles schön dicht ab, also alles abgedichtet ist. Sie können natürlich auch noch Schallabsorber einbauen als eine mögliche Variante. Beim Trittschall geht es natürlich auch wiederum um die Baustruktur. Vielleicht müssen Sie einen schwimmenden Boden einbauen oder vorsehen. Das Verlegen von Teppichen ist auch eine mögliche Lösung. Generell auch Entkopplung, also wenn Sie jetzt eine Treppe haben im Haus, sollte die vielleicht idealerweise entkoppelt werden, strukturell vom Rest des Hauses, damit Sie hier möglichst wenig Trittschall haben. Gut, hier haben wir noch ein paar Werte aufgelistet, die von der schweizerischen bzw. der deutschen Norm vorgeschrieben werden. Es gibt sehr viel mehr, das ist nur ein Auszug. Ich habe mich hier mal auf einen Lesesaal, auf eine Wohnung und auf ein Schulzimmer beschränkt. Sie sehen hier auch, wie vorhin erwähnt, beim Luftschall geht es darum, möglichst hohe Werte zu erreichen. Das sehen Sie hier durch dieses Größer-Gleichzeichen. Also das sind die Minimalwerte, die Sie erreichen müssen. Hier in der Schweiz ist es in einem Bereich definiert, in einem anzustrebenden Bereich. Beim Trittschall ist es genau umgekehrt. Da sollte er möglichst unterhalb dieser Grenzwerte liegen. Hier der Hinweis einfach, machen Sie sich schlau, lesen Sie die Norm, die für Ihr Land
relevant ist, genau durch. Da hat es zum Teil sehr detaillierte Informationen und Vorgaben, die zu beachten sind, damit Sie hier Ihre Messung auch korrekt ausführen können und vollenden. Ja, damit bin ich am Ende der Präsentation. Ich möchte die Gelegenheit dabei ergreifen, mich hier ganz herzlich bei Ihnen zu bedanken für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir konnten die meisten Ihrer Fragen beantworten. Es würde mich freuen, Sie bei einem zukünftigen Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Und ich sage mal für heute auf